Auf einer Parkbank sitzen, einfach so, nur die Geräusche aus der Umwelt hören. Für Veronika Wolter ein absolutes Glücksgefühl. Ich genieße es heute noch, die Vögel zwitschern zu hören. Für mich ist das halt immer noch nicht selbstverständlich. Und das in der Intensität und Klarheit wahrnehmen zu können, ich meine, da weiß man, dass Frühling ist, wenn man das hört. Und das ist halt, klar, das ist hochemotional immer noch. Immer noch. Denn sie weiß nur zu gut, wie es ist, wenn da einfach nichts ist. Nach einer Hirnhautentzündung im Alter von 9 Jahren ist sie plötzlich gehörlos. Freundschaften zerbrechen, Kindergeburtstage gibt es immer weniger. Ich glaube, ab dem 10.11. habe ich es gar nicht mehr gefeiert, weil es einfach niemanden mehr gab dann. Und ja, es war schon schlimm, ne? Also man vereinsamt halt total. Und manchmal wundere ich mich schon, trotz des Rückhalts meiner Eltern, dass ich daran nicht zerbrochen bin. Ganz im Gegenteil. Sie macht das scheinbar Unmögliche möglich und ist heute trotz massiver Widerstände die einzige gehörlose HNO-Chefärztin weltweit. Ich wollte mich nicht aussortieren lassen. Ich habe mich nicht als Behinderte gesehen, meine Eltern zum Glück auch nicht. Aber ja, das haben eben viele andere Menschen damals anders gesehen. Deshalb hat sie die schmerzenden Hörgeräte, die sie damals tragen musste, und die damit verbundene Scham nie vergessen. Ich wollte natürlich möglichst lange Haare haben, die man offen tragen kann, damit man das Ohr gar nicht sieht. Dann habe ich mir, wenn man es unbedingt irgendwie zusammen machen musste beim Sport oder so, dann habe ich mir halt was überlegt, dass man die Haare hier so drüber zieht und die dann da hinten. Das sah zwar total komisch aus, aber man hat die Ohren wenigstens nicht mehr gesehen. Ein Cochlea-Implantat, das sie sich 2009 hat einsetzen lassen, verändert ihr Leben maßgeblich. Die Lebensqualität gibt sie weiter. In absoluter Präzisionsarbeit setzt die 41-Jährige ihrem Patienten jetzt diese Hörprothese ein. Ein künstliches Ohr. Wenn wir dem das so perfekt platzieren, dann hat er nicht nachher 10%, sondern 80%. Das werden Sie sehen. Fachlich betrachtet sind die Eingriffe für sie mittlerweile Routine. Emotional ist jede OP etwas Besonderes. Deshalb erwartet sie von sich selbst niemals weniger als Perfektion. Das Erfolgserlebnis ist für mich dann eben auch ein ganz besonderes, wenn der Patient dann im Verlauf der Nachsorge eben auch mit einem super Hörergebnis kommt und er wieder Tränen in den Augen hat, weil er hört. Dann hat sich für mich der ganze Stress gelohnt. Auch Cindy Klink lebt seit ein paar Wochen mit einem solchen Cochlea-Implantat. Aufgrund eines Gendefekts hat sie ab ihrem 3. Lebensjahr nach und nach ihr Gehör verloren. Ich habe im Wohnzimmer Fernsehen geguckt und ich habe das immer lauter gestellt und immer lauter, so dass es für mich in diesem Bereich war, okay, ich verstehe jetzt wieder was, bis meine Oma dann hochkam und sich beschwert hat, dass sie das bis unten hinhört und ich soll das bitte zurückschrauben und leiser machen. Und ich habe dann in dem Moment angefangen zu weinen und gesagt, ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, ich verstehe nicht. Trotzdem nimmt sie ihr Schicksal an. Die 26-Jährige wächst in 2 Welten auf. Ihre Schwester und ihre Großeltern können hören. Ihr Bruder wiederum ist schwerhörig und ihre Eltern gehörlos. Das Miteinander, einfach diese Kultur kennenzulernen, zu wissen, okay, was bedeutet Gebärdensprache oder was ist das? Alleine, dass ich das kann, darauf bin ich stolz. Gehörlosigkeit ist nicht nur einfach eine Behinderung, es ist auch ein Teil meiner Identität. Aktuell bereitet Cindy Klink ihren nächsten Auftritt als Deaf-Performerin bei einem Festival vor. Das bedeutet, sie übersetzt Musik und Text in Gebärdensprache. Simba wurde nicht eingeflogen. Simba musste früher sein. Viel auswendig lernen, aber dann solche Erlebnisse. Die Angst, akustisch keine Musik mehr hören zu können, ist einer der Gründe, warum Cindy Klink sich für ein Cochlea-Implantat entscheidet. Am 27. April dieses Jahres ist es soweit. Um Betroffene aufzuklären, nimmt sie ihre Community via Social Media mit in das Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz. Nach der OP sind die ersten Geräusche gewöhnungsbedürftig. Das waren eher so Piepgeräusche, so wie bei Super Mario, wenn man so Münzen oder Items sammelt, dieses Kling-Kling. Und Stimmen eher so wie Chipmunks und Mickey Mouse in der Mischung. Das war furchtbar, muss ich zugeben. Doch ihr Gehör entwickelt sich schnell. Zum ersten Mal das Piepsen der Waschmaschine vom anderen Ende der Wohnung hören zu können. Unglaublich. Ich dachte, ich müsste erst mal davor stehen, um das so wahrzunehmen. Aber nein, ich höre das schon. Hier,
Ich komme nicht drauf klar. Das Einzige, was mich abpackt, ist die Uhr. Die ist so dermaßen laut und tickt. Ich habe das zuvor noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Ich kann häufig hören. Mehr brauche ich nicht, das reicht mir. Wow. Mithilfe einer App übt Cindy, Töne zu unterscheiden. Vermeintlich komplett verschiedene Geräusche klingen für sie oft noch ähnlich. Ich dachte, das wäre halt eben so irgendwas mit Wasser, was mit Wasser zu tun hat. Aber als Antwort war hier dann Pferdeviren. Normalerweise ist es ein Riesenunterschied zwischen den beiden. Aber Pferdeviren höre ich das auch nicht alle Tage. Übungen, Logopädie und Kontrollen sind auch für Dr. Wolters Patienten essentiell. Die Belohnung ist ein feines Gehör. Heute früh dann habe ich gemerkt, die eine Frau hat flache Schuhe an und die nächste kam, die hat dann höhere Schuhe an. Ja, wunderbar. Also da muss man wirklich einfach mit Interesse und auch natürlich mit Motivation dabei bleiben. Aber bei Ihnen habe ich wenig Sorge. Ja, ich kriege halt so viel Lebensqualität wieder zurück. Monika Schaffer-Hans war nach einem Hörsturz auf einem Ohr komplett taub. Ende April hat sie sich bei Frau Dr. Wolter ein Cochlea-Implantat einsetzen lassen. Alles optimal verheilt. Durch die Erzählungen ihrer Patienten wird Wolter an die Ignoranz und die Vorurteile erinnert, mit denen sie selbst jahrelang konfrontiert war. Entweder sie haben perfekt funktioniert, dann waren sie in der normalen Welt, oder sie haben nicht perfekt funktioniert und dann kamen sie halt auf eine Sonderschule. Das Wort Inklusion war nicht vorhanden. Und diese Tatsache hat mir mein Leben unendlich schwer gemacht. Über ihre Erfahrungen hat die Ärztin ein Buch geschrieben. Am Tag der Veröffentlichung begleiten wir sie zu einer Lesung. Sie spricht offen über das, was ihr widerfahren ist. Ich war ab sofort der Klassenclown. Diejenige, die nicht cool war, die eben dumm war, die auszusortieren war. Ich bekam Spitznamen wie Scheiß Ohr oder Behinderte. Das Publikum ist berührt und beeindruckt. Dass Veronika Wolter Ärztin und Betroffene zugleich ist, schafft für viele ein besonderes Vertrauen. Bei mir war es auch wirklich so, dass manchmal mir beinahe die Tränen gekommen wären, einfach weil sie mir aus der Seele spricht. Und das macht die Frau Dr. Wolter eben aus und deswegen bin ich auch ihre Patientin. Veronika Wolter will vor allem eines: Mut machen. Die Grundbotschaft sollte sein, dass man niemals aufgeben sollte, niemals. Wenn man etwas gerne möchte, unbedingt möchte, an sich selber glauben, an sich selbst glauben, sich nicht aufhalten lassen, auch wenn das sogenannte Spezialisten sind, und immer nach eigenen Wegen suchen, nicht aufgeben.